Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen Selbstgespräches lautet die größte Herausforderung für einen hochsensiblen Empathen, einen hochsensiblen empathischen Menschen in gelebter Partnerschaft. Kurz vorab vom 27. bis 29. Mai gibt es eine Ausbildung zum Liebenden in Eschweiler bei Aachen. 27. Mai, Freitag 19.30 Uhr bis 29. Mai, Sonntag 17.30 Uhr, Ausbildung zum Liebenden in Eschweiler bei Aachen. Wie reagiere ich endlich als Liebender auf die Herausforderungen dieser Zeit, dieser Welt? Wie setze ich klare Grenzen? Wie nehme ich Einladung zu Kampf, Krieg, Drama nicht mehr an? Wie formuliere ich meine Werte? Wie lebe ich meine Werte? Was ist ein Liebender, eine Liebende, wie reagiert ein Liebender, eine Liebende auf die zahlreichen Aufforderungen zu Kampf, Krieg, Drama, Recht haben wollen in dieser so herausfordernden Zeit? Wie werde ich, was ich mir wünsche, von dieser Welt zu erfahren? Wenn du Fragen hast zu meiner Arbeit, meinem Coaching, meinen Ausbildungen, schreibe meiner Assistenz gerne eine Mail über martinuhlemann-coaching@gmx.de, martinuhlemann-coaching@gmx.de oder schau auf meine Website www.martinuhlemann.de. Jetzt zum Thema meines heutigen kurzen Selbstgesprächs. Die größte Herausforderung in gelebter Partnerschaft für einen hochsensiblen, empathischen Menschen oder auch Empathen genannt. Willst du wissen, was das ist oder was die größte Herausforderung ist? Die größte Herausforderung für einen empathisch vermeidenden oder sehr empathischen, hochsensiblen Menschen ist, sich im anderen zu verlieren. Du hast in deiner Kindheit gelernt, deine Götter, deine Eltern, die Menschen, von deren Liebe, Zuneigung du existenziell abhängig warst, auf deren Liebe, Zuneigung du existenziell angewiesen warst, zu lesen und zu fühlen, zu erkennen, zu vermeiden, auszugleichen, wenn es Stimmungsschwankungen, aufziehende Donnerwetter, Sanktionen, Liebesentzug, Dramen sozusagen im Beginnen zu erkennen gab. Du hast hochsensibel, empathisch gelernt, die Gefühle, Stimmungsschwankungen, Ängste, Angstvermeidungsverhaltensweisen deiner Götter, deiner Eltern zu lesen und dich entsprechend so hochsensibel, empathisch zu verhalten, dass diese Gewitter, Donnerwetter, Stimmungsschwankungen, Sanktionen milder ausfielen, weniger bedrohlich, du weniger Trennung, weniger Liebesentzug erfahren hast. Das war die Rettung deiner und meiner Kindheit. Hier sind zur Hälfte Menschen, die heute Menschen begleiten in sozialen Berufen, erfolgreich, sensibel, empathisch arbeiten. Hier war zur Hälfte die Ausbildung dieser Menschen in ihrer dysfunktionalen Kindheit lesen lernen zu müssen, woran du Gefühlsschwankungen, Donnerwetter, Liebesentzug, Sanktionen erkennst und wie du reagierst, um bedrohliche, für dein Kindsein bedrohliche, existenziell bedrohliche Sanktionen, Stimmungsschwankungen, Donnerwetter abzuwenden, zu vermeiden. Heute allerdings, und daran ist nichts falsch, heute allerdings neigt ein empathisch vermeidender Mensch, ein hochsensibler, empathischer Mensch, der seine Kindheit so überlebt hat oder seine Kindheit so bestritten hat, im Fühlen, im hochgradig übersensiblen Fühlen der anderen, seiner Eltern, seiner Götter, im viel mehr bei anderen Sein als bei sich selbst. Heute neigen hochsensible, empathische Menschen dazu, sich in Partnerschaft, Beziehung im anderen zu verlieren. Wir schauen, wie geht es dem anderen, wir versuchen dem anderen seine Wünsche von den Lippen oder Augen abzulesen, wir versuchen, alles zu machen, dass es dem anderen gut geht. Wir sind tendenziell als hochsensible, empathisch vermeidende Menschen in Partnerschaft, in Beziehung
beim anderen statt bei uns selber. Und das ist die größte Herausforderung, die größte Aufgabe eines hochsensiblen, empathischen Menschen in Partnerschaft, in Beziehung, sehr wohl natürlich zu schauen, wie geht es dem anderen. Das kannst du ja niemals ablegen, aber in allererster Linie bei dir zu bleiben, deine eigenen Werte über die Befriedigung deiner Bedürfnisse, natürlichen Bedürfnisse nach Nähe, Zugehörigkeit, Verbundenheit zu stellen, dich zu fühlen, für dich zu sorgen, klare Grenzen zu setzen, es dir mit dir gut gehen zu lassen. Ich sage immer und immer wieder, die Lösung unserer heutigen Probleme ist kein Extrem, weder im sich verlieren in Hochsensibilität, Empathie, noch ein sich verlieren in überhöhtem Narzissmus oder überhöhten narzisstischen Verhaltensweisen. Die Lösung der Probleme unserer heutigen Zeit ist das Leben einer gesunden Mitte. Und ja, ein gesunder Mensch hat gesunde narzisstische Anteile. Er sorgt für sich, er übt bei sich selbst zu bleiben, er übernimmt Verantwortung für sich, seine Gefühle und seine Lebensumstände. Er übt mindestens ebenso bei sich zu sein, wie bei seinem Liebsten, seinem Partner, wie eben in seiner Partnerschaft zu einem anderen. Die größte Herausforderung eines hochsensiblen, empathischen Menschen in gelebter Partnerschaft ist, sich nicht im anderen, den Bedürfnissen des anderen, den Verhaltensweisen des anderen zu verlieren. Du musst als hochsensibler, empathischer Mensch in Partnerschaft dir Zeit für dich selber nehmen, Zeit nehmen für deine Ängste, Zeit nehmen für deine inneren Kinder, Zeit nehmen dafür, dein Herz für dich selber zu öffnen und zu lieben, was sich in dir selber nicht liebenswert anfühlt. Ansonsten besteht eben die riesengroße Gefahr, dass du in einer Partnerschaft dahingehend emotional ausblutest, als dass du pausenlos in Wiederholung deiner ungeheilten, nicht überwundenen Kindheit beim anderen bist, hörst, fühlst, deine Antennen ausstreckst, wie es dem anderen geht. Ich darf dir sagen, dass du als hochsensibler, empathischer Mensch niemals in diesem Leben verlernen kannst, sensibel für andere zu sein, zu schauen, wie es anderen geht. Das kannst du niemals verlieren, aber du darfst lernen in diesem Leben, ganz ebenso dich zu fühlen, auf dich zu hören, bei dir zu bleiben, deine Ängste, Schattendämonen, dein ich bin es nicht wert, dein ich muss kämpfen um Liebe, dein ich muss die Erwartung anderer erfüllen, deine verwundeten Kinder, deine traumatisierten Kinder in dir anzunehmen. Die größte Herausforderung eines hochsensiblen, empathischen Menschen in gelebter Partnerschaft ist, bleib bei dir, verlier dich nicht im anderen. Du kannst deine Sensibilität, deinen Liebsten betreffend, niemals verlieren. Aber du musst unbedingt lernen, dir selbst die gleiche Sensibilität, die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche Liebe, den gleichen Respekt, die gleiche Selbstannahme zu schenken wie deinem Liebsten, deinem Partner. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Tschüss.